Hallo, dies ist ein kleines Video zu SketchUp 8 und zwar im Zusammenhang mit meinem zweiten SketchUp-Buch, Volume 2, SketchUp Sketchbook, bin ich auf ein Problem gestoßen, das ich jetzt auch klären konnte oder lösen konnte. Und ich will ganz kurz zeigen, weil es eigentlich nicht lohnt, das im Buch großartig zu besprechen, will ich ganz kurz zeigen, worum es hier geht. Und zwar sehen wir hier so ein Zwischenstadium dieses Modells und da haben wir jetzt so ein paar Ebenen und zum Beispiel sind die Fenster, die hier eigentlich als Komponenten in der Hauskomponente drin sitzen. Also wir haben hier die Hauskomponente und wir haben innerhalb der Hauskomponente diese Fensterkomponenten, liegen die trotzdem auf verschiedenen Ebenen. Das heißt, ich kann also die Fenster ausblenden, dann habe ich jetzt hier nur noch solche Löcher. Und jetzt möchte ich zum Beispiel dieses Haus hier bearbeiten. Ich will weitere Fenster da reinschneiden. Wenn ich hier jetzt doppelt draufklicke, dann sehen Sie, dass die Fenster ganz verschwunden sind. Wenn ich jetzt diese Komponentenbearbeitung wieder aufhebe, indem ich hier seitlich klicke, dann sind sie also tatsächlich weg. Und jetzt habe ich mich natürlich ziemlich geärgert, dass das passiert. Und jetzt bin ich also drauf gekommen, wie das funktioniert. Ich kann jetzt nämlich nicht einfach diese Fensterebene wieder anschalten. Dann kommen die Fenster zwar, aber die Löcher sind nicht mehr da. Und da die Löcher nicht mehr da sind, sieht das Ganze jetzt ein bisschen komisch aus. Und es wird jetzt die Frage, wie das funktioniert. Und das Rätsel liegt darin, dass man innerhalb der Komponentenbearbeitung die Layer-Sichtbarkeit steuern muss. Das heißt, wenn ich jetzt diese Hauskomponente hier bearbeitbar mache, kann ich die Fensterebene wieder einblenden. Und wenn ich dann wieder aus der Bearbeitung rausgehe, sind sie auch wieder da. Ja? Und wenn ich jetzt zum Beispiel diese Fensterebene ausblende, dann ist tatsächlich wieder nur sind nur diese Löcher in der Fassade, also genauso wie es vorher war. Also ich weiß nicht, wie ich das anders ausdrücken soll, aber die Sichtbarkeit der Ebene kann man also während der Komponentenbearbeitung steuern und lässt sich dann, wenn man diesen Bearbeitungsmodus verlässt, eben auch nicht wieder rückgängig machen. Ja? Also wir kommen sozusagen nicht automatisch zum selben Zustand zurück, in dem wir gestartet sind, als wir die Komponente bearbeitbar gemacht haben. Das ist ein bisschen irritierend, aber hat vielleicht eine gewisse Logik. Man soll sozusagen während der Bearbeitung der Komponenten diese Ebenensichtbarkeit auf dem Schirm haben, was man da eigentlich macht, und dann funktioniert es auch. Kann aber irritierend sein. Deswegen wollte ich Ihnen das kurz zeigen. Das war es auch schon. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.